So. Läuft. Gut. Und jetzt live aus Düsseldorf. Gut gelaunt und in Dolby Surround ungeniert und unzensiert. The one and only Krolli! Was wird denn das jetzt hier, eine Kochshow oder ein Schmuddelfilm? Vielleicht beides. Okay, dann musst du noch unsere Zuschauer aus Österreich und aus der Schweiz begrüßen. Wetten, das? Nee, jetzt mal im Ernst, das wäre doch total unfair. Ich meine, du hast doch alle Kommentare gelesen. Die Leute, die uns zusehen, die kommen von überall. Wir sind richtig international. Ja, das ist echt der Hammer. Yep, und deswegen ist das hier auch für alle da draußen, egal wo ihr gerade seid. Genau, Kisses to you and not for you. Du hast nämlich genug geknutscht. War ja klar, dass das jetzt kommt. Du würdest es genauso erwähnen. Sonst macht sich mein Freund ja immer über mich Ja, lustig. und kannst du es mir verübeln? Nein, mein Freund hat nämlich ein bisschen rumgeknutscht. Hey, eifersüchtig? Auf Rebecca? Nein. Aber ich finde es nicht gut. Das war echt irre. Ich meine, ich saß erst völlig normal mit Rebecca rum und plötzlich, Schmatz, küsst du mich. Wie soll man denn da reagieren? Ich meine, es ist klar, dass das eine Übersprungshandlung war. Also ein Kuss im Affekt quasi. Sicher? Ja, das war kein Kuss um des Kusses willen, sondern aus Reflex, so, weil sie traurig und einsam war. Ach so, das heißt, wenn ich das nächste Mal traurig und einsam bin, dann laufe ich auch einfach durch die Weltgeschichte und küsse irgendjemanden? Davon träumst du. Nein, davon träume ich nicht. Ich küsse nämlich nur dich. Und jetzt lassen wir das Thema. Küsst du mich denn trotzdem noch? Soll ich? Ja. Wow. Und das war das Stichwort. Kuss und Schluss. Okay, Leute, dann Schluss für heute. Genau, und ihr küsst auch nur noch jemanden, wenn ihr ihn wirklich liebt. Habt ihr das verstanden? Geil, Knutschalarm bei uns im Block. Also, bis nächste Woche. Tschüss. And kisses to you and you.